Hallo Schützen, ich gebe euch ein Kurzbriefing zur Vorbereitung auf die Stage für den Triple Pole. Die Stage ist aufgebaut mit Ausmaßen von ungefähr 3x9 Metern. Es werden 5 Durchgänge geschossen, es gibt kein Streichergebnis. Als Ziele sind aufgebaut eine Rechteckplatte, ein Triple Pole mit 2 Treffzielen und einem No-Shoot und eine Stoppplatte. Es sind 25 Treffer nötig, um einen Clean Run 5-mal geschossen zu haben. Die Startposition hier aus der Box ist Low Ready, das heißt, die Waffe zielt auf den Startmarker. Ihr müsst nicht durch die Visierung gucken, ihr könnt den Blick auch auf ein Ziel gerichtet haben, aber die Waffe muss ausgerichtet sein, so dass über Kimme und Korn oder die Visierung der Startmarker zu sehen wäre. Der Ablauf für die Stage: Schütze geht in die Box, Load and Make Ready macht sich fertig, dann kann der Schütze selber sagen, dass er bereit ist. Dann kriegt er nur das Achtung oder Standby-Kommando. Ansonsten die ganze Prozedur, also Schütze bereit, wenn kein Einwand kommt. Achtung und dann der Pieps. Nach dem Startsignal sind die 3 erlaubten Platten und die Stoppplatte zu beschießen. Auf die Rechteckplatte sind jeweils 2 Treffer zu setzen, die beiden runden Blades am Triple Pole und die Stoppplatte mit mindestens jeweils einem auswertbaren Treffer. Wichtig ist obligatorischer Reload bei allen Waffen außer Repetierbüchsen. Muss ein Reload gemacht werden, aber frühestens nach dem ersten Treffer auf eines der zu beschießenden Ziele. Übrigens, ein Treffer auf den No-Shoot wäre auch ein Treffer, nachdem man einen Reload machen könnte. Stoppziel bedeutet, dass der Treffer auf dieses Ziel, wenn danach kein weiterer Treffer irgendwo gesetzt wird, die Zeit beendet. Das Stoppziel ist aber erst aktiv zum Stoppen der Zeit nach dem regelgerechten Reload. Und regelgerecht ist der Reload nur dann, wenn eine unmittelbar vor dem Reload nicht in der Waffe oder dem benutzten Magazin befindliche Patrone in die Waffe eingeführt wird. Das heißt also, das Rausnehmen und Wiedereinsetzen desselben Magazins reicht nicht. Beim Revolver muss im Übrigen zusätzlich eine Patrone aus der Waffe entfernt werden. Es genügt also beim Revolver nicht, 5 zu laden und dann aufzumachen, eine 6. reinzustecken und den 6. Schuss zu machen, sondern man muss eine leere oder volle Patrone rausnehmen aus der Trommel. Und der letzte Schuss, der dann kein anderes Ziel trifft als das Stoppziel, stoppt die Zeit. Ein Schuss, nachdem die Stoppplatte beschossen wurde und getroffen wurde, auf eine der Zielplatten führt zur Höchstzeit 30 Sekunden. Ansonsten ein Miss auf die zu beschießenden Ziele 3 Sekunden Strafe, ein Treffer auf den No-Shoot 3 Sekunden Strafe, kein Treffer auf dem Stoppziel 30 Sekunden Strafe. Ansonsten werden alle Zeiten zusammengezählt. Wie gesagt, es gibt keinen Streicher und die Höchstzeit für einen Run ist 30 Sekunden. Wenn ihr noch Fragen jetzt habt, die über dieses Briefing hinausgehen, stellt sie dem RO oder vorher, wenn ihr in den Stand kommt.